Moin Leute, der Party-Royal-Modus ist jetzt im Spiel und der Modus ist sehr komisch. Also auf den ersten Blick kann man hier eigentlich nicht wirklich was machen. Das ist einfach irgendwie so eine kleine Insel, auf der wir so kleine Minigames haben. Wir haben so Parcours, wir können Motorbootrennen fahren, wir können halt mit dem Gleiter so durch Ringe fliegen und so weiter. So ein paar Challenges können wir hier machen. Wir haben hier bestimmte Timer, hier sind auch andere Leute mit drin. Es gibt Verkaufsautomaten, alles mögliche. Aber was ist dieser Modus jetzt eigentlich? Und ich habe das Gefühl, einen ganz guten Eindruck davon zu haben, was Epic Games damit vorhat, und ich glaube, es ist was sehr, sehr Großes, was Epic Games hier vorhat, denn das Ganze erinnert einfach an einen Test für Season 3. Ihr müsst euch vorstellen, erstmal, die Season 3 müsste jetzt eigentlich schon da sein. Das heißt, eigentlich hätten wir jetzt schon viele Features aus dieser Season jetzt hier drinne, ja, also jetzt aktuell drinne, und das hier sieht für mich aus wie ein Test, den sie sozusagen vorgeschoben haben, dass das hier ein Teil der nächsten Season werden soll. Aber was für ein Teil denn überhaupt? Was könnte das denn sein? Und meine Vermutung ist, Leute, dass das hier, alles was wir hier sehen, unser Menü sein wird. Also nicht so wie vorher, dass wir im Menü sind, dann Battle Pass Reiter haben, dann dort wo wir unsere Skins auswählen und so weiter. Nein, dass das hier unsere Startinsel ist, wo wir alles mitmachen können. Und ich kann euch erklären auch, warum ich das vermute. Und zwar, in diesem Modus, auf dieser Map, kann man eigentlich alles machen, was man im Menü machen kann. Wir können jetzt hier hingehen, zum Beispiel in diese Telefonzellen, und ich kann meinen Skin bearbeiten. Ne? Ich kann komplett meinen Look ändern. Ich gehe halt hier hin, zum Beispiel, kann hier einen anderen Style auswählen. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt hier zum Beispiel den Midas. Und dann gehe ich hier raus. Und sobald ich rausgehe, müsste das eigentlich funktionieren. Ja, habe ich den Skin gewechselt, ne? Das ist zum Beispiel die erste Funktion, das heißt, diese Skin-Auswahl würde hier wegfallen. Dann sollte es, denke ich mal, auch nicht schwer sein, hier nochmal einen Shop einzubauen. Das heißt, hier ist vielleicht irgendwo ein Gebäude, also hier sehen wir auch ganz viele Shops eigentlich, dass hier irgendwo ein Gebäude ist, der dann irgendwelche Skins verkauft, ne? Also Item-Shop oder V-Bucks-Shop, irgendwie sowas in dieser Richtung. Überall sind hier Verkaufsautomaten. Das wäre die erste Sache. Dann können wir hier auch ganz normale Runden starten. Also es gibt hier auf der Karte den Battle Bus, der ist hier vorne, und wenn ich zu dem Battle Bus hingehe, kann ich ganz normal draufklicken und eine normale Runde starten. Also hier steht sozusagen in die Spielersuche für Battle Royale einreihen. Ja, da kann ich mal draufklicken und dann werde ich im Matchmaking drinne sein und kann hier trotzdem immer noch warten, bis sozusagen die Runde losgeht. So, ich kann die Warteschlange auch natürlich wieder verlassen, dann bin ich nicht mehr drinne. Ne? Das wären dann zwei Sachen, die sozusagen wegfallen würden. Dann wäre es auch gar nicht so schwer, hier nochmal irgendwie so ein Battle Pass Menü einzubauen, beziehungsweise irgendeinen Bereich, wo man die Battle Pass Skins sieht, zum Beispiel wie hier, diese Statuen oder so, die hier so aufleuchten. Das sieht schon ziemlich krass aus eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein Test für die Season 3 Welt, ne? Also, dass wir sozusagen hier so ein fettes Menü haben, beziehungsweise kein Menü, sondern einfach so eine kleine Insel. Was auch noch interessant ist, es gibt hier so Verkaufsautomaten, und in diesen Verkaufsautomaten bekommen wir jetzt keine richtigen Waffen, sondern eher so Spaßgegenstände. Und was wichtig ist auch hier, hier steht einlösen. Es gibt hier noch keine Währung, also wir können jetzt nicht irgendwie Münzen oder sonst irgendwas sammeln, aber es soll vielleicht eine Währung hier geben, die man sich hier sozusagen erspielt oder verdient oder wie auch immer, um sich dann irgendwelche Spaß-Items zu holen. Ich habe hier jetzt einfach nur so einen Bogen, der macht jetzt nichts wirklich Besonderes, aber ich kann damit irgendwelche Leute hier irgendwie anheften. Dann klebt es an denen, dann habe ich hier so eine Farbbombe, also so einen Granatwerfer, wo ich irgendwie alles einfärben kann, auch die Statuen hier vorne zum Beispiel, und auch so Granaten, mit denen ich halt auch nochmal Farbe schmeißen kann. Ne? Das sind so ganz viele kleine Spaß-Items. Es gibt hier Burger und Tomaten, die man sich holen kann, um Leute abzuwerfen. So kleine, so Mini-Sachen. Ne? Und dann natürlich zusätzlich sich nochmal diese ganzen Minigames. Und stellt euch mal vor, Leute, diese Insel wäre, oder so eine ähnliche Insel wäre sozusagen diese Startinsel. Das heißt, wir starten Fortnite und landen dann auf dieser Insel und können von hier aus sagen, ey, ich spiele jetzt Battle Royale, ich chille mit irgendwelchen Leuten, vielleicht darf nur meine Friendlist auf meine Insel draufkommen und kann mit denen dann irgendwelche Sachen machen, Challenges und so weiter. Stellt euch mal aber auch vor, jetzt geht mal so ein Step weiter, stellt euch mal vor, dass man im Battle Pass, wenn wir es so machen würden, dass man im Battle Pass die Möglichkeit hat, sich unterschiedliche Sachen auf der Insel freizuschalten, ja. Das heißt, mal angenommen, standardmäßig, wenn ich keinen Battle Pass habe, kann ich keine Quads benutzen oder ich kann halt jetzt nur diese normalen Laufrennen machen oder Parcours. Und wenn ich im Battle Pass dann voranstreite, könnte ich zum Beispiel Quads benutzen oder Boote platzieren oder vielleicht sogar eigene Häuser gestalten im Creative-Modus und designen und die dann hintun, ne. Statt Fußball könnte man da, was weiß ich, Golf spielen, irgendwie sowas in diese Richtung, dass sozusagen jeder Spieler seine eigene persönliche kleine Insel als Hub hat. Und es macht Sinn, denn ich erinnere mich an einen Moment zurück, das ist, glaube ich, jetzt knapp ein Jahr her ungefähr, wo der Epic Games Chef gesagt hat, beziehungsweise wurde gefragt, ja, was habt ihr denn eigentlich mit Fortnite noch alles vor, weil es gibt so viele Kooperationen, dies und das, und seine Aussage war, er möchte Fortnite zu einem sozialen Hub machen, einen Social Hub.
Und ich dachte mir so, ja, okay, was sollten das eigentlich sein? Vielleicht Housing oder sowas. Und so wie es aussieht, geht es tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung. Hier könnte man zum Beispiel chillen und einfach nur angeln mit irgendwelchen Freunden. Stellt euch einfach vor, ihr könntet nur mit eurer Friendlist, also nur eure Friendlist, hat die Erlaubnis, hier sozusagen hinzukommen. Ich kann hier zum Beispiel hingehen und verschiedene Parcours machen. Ich glaube, das sind da muss ich hier durch diese Ringe durchfliegen und die Zeit wird gemessen. Also Kleinigkeiten kann man dann hier mit seinen Freunden machen. Was auch noch cool wäre, ist zum Beispiel, weil hier gibt es so eine Partybühne. Einmal könnte man hier irgendwelche Konzerte veranstalten oder wie auch immer. Das andere wäre auch, dadurch, dass es hier so einen riesigen Bildschirm gibt, stell ich mal vor, man könnte hier gemeinsam mit seiner Friendlist oder mit der Community zum Beispiel irgendwelche YouTube-Videos gucken oder so. Oder irgendwelche. Oder hier könnte man vielleicht jemanden beim Spielen zugucken. Angenommen, irgendein Teammate ist gerade in einer Runde drin und man kann hier auf der Leinwand irgendwie zugucken, wer gerade spielt. Irgendwelche Sachen, weil ich meine, wir haben halt so eine riesige Leinwand hier und so einen Partybereich. Was könnte man hier damit anstellen? Also, ich versuche einfach nur so kreativ wie möglich darüber nachzudenken, was man alles hier anrichten könnte oder anstellen könnte. Und das sind so Sachen, die ich so genial fände. Und ich glaube, das liegt auch im Interesse von Epic Games, dass man irgendwie so einen sozialen Bereich schafft, wo man sich mit Freunden trifft und nicht einfach nur fightet oder so, sondern einfach so einen Bereich zum Chillen. Also ist ja wie in Minecraft, ne? In Minecraft hat man ja auch Community-Server, wo jeder sein kleines Häuschen hat oder so eine kleine Insel oder wie auch immer. Und so könnte das hier in diese Richtung auch gehen. Ich stelle mir das so krass vor, wenn es wirklich so wäre, dass jeder seine eigene Insel gestalten könnte. Wenn ich jetzt so eine Insel hätte und könnte sagen, ey, hier vorne sind halt irgendwelche Rennen, dies und das, ein paar Gebäude, die ich selber irgendwie designen könnte, hinstellen. Und dann könnte ich zum Beispiel euch oder irgendwie bestimmten Leuten, je nachdem, erlauben, auf diese Insel zu kommen. Ja, und wenn man zum Beispiel irgendwelche Community-Games macht oder sonst irgendwas, startet man einfach dann hier auf dieser Insel gemeinsam, spricht sich ab, was man jetzt macht oder wo man hingeht und so weiter. Das wäre einfach nur komplett krass. Was dann natürlich auch so eine Frage aufwirft, so wenn man die Möglichkeit hat, sich so Sachen hier zu designen, und ich habe es halt hier direkt nicht geschafft, wenn man die Möglichkeit hat, sich hier Sachen zu designen, wird Epic Games dann auch zum Beispiel irgendwelche Gegenstände im Itemshop anbieten? Nicht nur Skins, sondern zum Beispiel jetzt auch irgendein Haus oder so. Oder zum Beispiel irgendwelche, diese Gegenstände hier, diesen Granatwerfer, kann man sich den vielleicht erst im Itemshop holen, um sich den dann zum Beispiel bei sich auf seine Insel zu packen oder in einen Automaten reinzustecken bei sich auf der Insel. Das ist jetzt nochmal so eine Stelle, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass Epic Games das auch nochmal monetarisieren möchte und sagt, ey, wir versuchen damit nochmal ein bisschen Kohle zu machen, wenn du ein besonders hübsches Haus haben möchtest oder so, oder wenn du überhaupt die Möglichkeit haben möchtest, diese Insel selber zu gestalten, brauchst du erstmal einen Battle Pass und dann kannst du dir im Itemshop nochmal irgendwelche witzigen Gegenstände holen, irgendwelche Minigames oder Häuser, vielleicht im Creative Mode, ja, vielleicht sind da diese ganzen Assets, die wir sozusagen momentan drin haben, sind sozusagen als Standard drin und wenn du zusätzliche Sachen haben möchtest, die besonders cool aussehen, irgendwelche Möbel oder irgendwelche besonderen Farben oder Wände, dass du dann dafür bezahlen musst. Das könnte vielleicht dann passieren. Ich weiß nicht, also ist halt ein schwieriges Thema, glaube ich, an der Stelle, weil natürlich niemand Bock hat, für irgendwas zu bezahlen. Das ist halt ganz normal. Aber ich weiß nicht, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Hättet ihr den Bock auf so eine Insel, die euch komplett selber gehört, ihr alles da selber machen könnt und mit euren Freunden da abhängen? Ich hätte da übertrieben Bock drauf. Na, und vor allem hier, das ist Katus. Katus. Auf jeden Fall dieses Monster. Das müsste sein Skelett sein. Man sieht es, erkennst du an diesem riesigen Auge hier vorne. Der liegt hier einfach nur rum. Ne? Aber das wäre halt einfach ultra heftig. Ne? Hier haben wir, glaube ich, die Stelle, wo ich so entlang fliegen muss mit dem Gleiter. Genau, man muss hier so eine perfekte Spur hinbekommen. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, so witzige kleine Sachen, die im Spiel jetzt aktuell drin sind. Und ich kann mir da noch so viele Möglichkeiten vorstellen, auch so Gegenstände zum Beispiel. Wir haben ja jetzt diese Farbbomben und Granatwerfer. Stell dich mal vor, man könnte hier so einen Splatoon-Bereich machen. Also, dass wir statt Fußball da oben zum Beispiel so eine kleine Splatoon-Arena haben und dort dann zusammen spielen können. Vielleicht können wir ja auch bestimmte Modi aus dem Creative rüberholen. Weil diese Insel ist viel größer, also einiges größer, als jetzt eine Kreativinsel. Die Kreativinseln sind vielleicht, ich weiß nicht, ein Viertel davon, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch weniger als ein Viertel. Und stell dich mal vor, man könnte komplette Kreativinseln rüberbringen und sagen, ey, da platziere ich meine Kreativinsel hin und dort können wir, was ich, einen Boxfight machen oder irgendwas, ein Bildbattle, ja. Und da können alle Leute, die dann zum Beispiel jetzt in diesem Hub drin sind, einfach mal rüberlaufen und einfach direkt spielen, ohne dass die jetzt eine besondere Runde neu starten müssen oder in irgendeinen festen Modus reingehen müssen.
Ich hatte so mega Bock drauf. Man kann ja auch diese Quad-Rammen zum Beispiel aus den Automaten rausziehen, damit rumfahren und diese Rennen machen. Also an sich gibt es viel hier zu machen, aber diese Insel hat momentan noch gar keinen wirklichen Zweck und Sinn. Und da steht ja auch einfach nur da, dass es ein Test ist, dass irgendwas Bestimmtes getestet wird. Und wir wissen aktuell nicht, was. Ja, wir haben nur diese Vermutung, beziehungsweise ich habe einfach diese Vermutung, dass das ein Test für Season 3 ist und wir hier auf dieser Insel sozusagen unsere ganze Season verbringen werden oder einen Teil davon, dass das sozusagen unser Menü sein wird, dass wir hier irgendwo einen Battle Pass Shop bekommen werden oder einen Item Shop, irgendwo einen V-Bucks Shop und dann können wir hier einfach abhängen und von hier aus dann in unsere normalen Matches springen, Kreativmodus oder sonst irgendwo hin. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie fändet ihr das Ganze? Hättet ihr Bock auf sowas? Würdet ihr gerne eure eigene Insel gestalten wollen oder wenn sie schon fertig wäre? Vielleicht können wir sie auch gar nicht gestalten, wer weiß. Aber ich denke mal, das wird ein richtig geiles Feature. Wenn es denn kommt, weiß ja natürlich niemand. Epic Games weiß nur, was der Sache ist. Ich hätte mega Bock drauf und ich würde mich total darüber freuen, wenn es so sein wird oder wenn es so wäre. Und ich bin aber sehr gespannt, was ihr dazu schreiben habt. Ne? Und hier nochmal an seinen Kopf dran heften. So, Dankeschön fürs Einschalten, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.